Hallo Leute, willkommen zum Mr. Angezockt spielt Hearthstone und ich habe heute mal wieder richtig Bock. Oh, ein Magier-Spiel, Jäger oder Magier und Spiel 20 Diener aus, die 5 oder mehr kosten. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob ein Kartenchaos ein neues da ist. Ne, Spinnen hatten wir schon und darum können wir jetzt erstmal unser Magier oder Jäger, habe ich einen Jäger, einen guten? Tja, wenn ich das wüsste, was der hier im Deck hat. Wo ist denn Magier? Das Deck wollte ich auch mal updaten. Aber machen wir eine Runde. Ich bin gerade eh Liga-Anfang. Heute ist ja erst kurz Monatsanfang quasi. Und darum sollten wir das noch hinkriegen. Heute ist ja die höllische Hitze, darum schwitze ich mir gerade einen ab. Aber gucken wir, würdiger Gegner, da haben wir ihn gefunden. Jaina, Gul'dan. Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Ihr habt es so gewollt. Also möchte ich haben und die drei möchte ich nicht haben. Sehr schön, möchte ich haben, möchte ich haben, möchte ich haben. Mit Münze ist das Astrein meine liebste Starthand für das Deck. Und den Pyroschlag, den möchte man natürlich immer am Anfang haben. Wir fangen an mit dem Mana-Wurm. Hallo. Grüße. Er kriegt aber auch noch eine Münze. Und Spott hinterher. Dann sieht das doch schon mal für die erste Runde echt nice aus. Danke. Dankeschön. Aber das geht halt nur, wenn man die richtigen Karten auf der Hand hat. Ich habe befürchtet, dass er sowas macht, aber es kostet ihn... Ha! Eine wichtige Karte. Und darum kriegt er direkt ins Gesicht und das auch noch. Ha. Nochmal nachladen, falls er wieder frech wird. Zieh eine Karte. Pff, ich ziehe aber auch echt nichts. Das macht jetzt natürlich ihm wieder leichte... Leichte, wie sagt man? 6. Passt doch genau zu meinem Feuerball. Gut gespielt. Ach, gut gespielt, das war ein Feuerball. Was war denn da jetzt gut gespielt? Ich trage die Kraft der Blechschwinge in mir. Also auch den werde ich jetzt vom Board nehmen müssen, wenn ich nicht... Tja, das ist jetzt natürlich doof. Ich könnte ihn wegnehmen und Karten ziehen. Kann ich nicht... Ja doch, kann ich dann nächste Runde machen. Weißt du was? Dann ziehen wir doch erstmal Karten. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt auf fertig geklickt habe. Gut. Ja, du darfst wieder gut gespielt sagen. Kann ich hier eigentlich noch was anderes machen? Okay. Was machen wir jetzt? Friert, ach schade, ich habe gedacht Diener und Nachbar. Ich könnte den Zauberlehrling spielen. Natürlich. Zauberlehrling. 2, den kriege ich umsonst. 3, also 5 Mana, kann ich keinen Ping mehr setzen. Ich könnte das hier machen, was mir so viel nicht hilft. Also gut. Gebt mir eine Quest. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Wen frieren wir ein? Er macht 5 Schaden. Ja.
Oh, wir haben einen Zuschauer, den Mr. Asker. Schon lang dabei. Einer meiner, ich würde jetzt gefühlt sagen, ersten Abonnenten. Also unter den ersten 500 war er mit Sicherheit. Vernichte einen Freund, der dann fügt allen feindlichen... Das ist natürlich ärgerlich. Tja, 7 Mana. Entweder ihn oder ihn hier. Hier könnte er halt abtauschen. Dann machen wir es halt so. Er hat echt viele Karten und ich habe nur den Popelkram. Was nicht so prickelnd ist. Ich wollte eigentlich nur einen Sieg mit dem Deck schnell haben. Einfach für die Belohnung. Das bisschen Gold. So, Junge. Ah. Er hat wahrscheinlich wieder den Drachen auf der Hand. Okay. Ist jetzt nicht so prickelnd. Habe ich 9 Mana? Nein, 8. Den Zauberlehrling. Den wird er mir bestimmt wegmachen. Aber jetzt habe ich mal ein paar Karten auf dem Board. Und Isira ist ja auch nicht schlecht, ne? Dülüdüm. So, bin ich gespannt. Der hat natürlich einen Arsch voll Karten auf der Hand. Das heißt, er wird mit Sicherheit was Gutes haben. Okay, gut gespielt. Sehr gut gespielt. Nichtsdestotrotz haben wir Isira auf der Hand, die wir jetzt spielen könnten. Hallo? Friert ein Diener ein, aber nicht. Wir werden Isira rausholen. Und kriegen. Kann nicht das Ziel von Zauber werden. Sieht halt in Golden echt gut aus. Habe ich ganz, ganz, ganz am Anfang gezogen. Oh, das ist nicht nett. Wir werden jetzt das spielen. Höchstens spielt irgendwas, was gefährlich ist, aus, dass wir hier hingehen müssten. Oh, mir ist schlecht. Okay. Okay. Friert alle Diener ein. So, lass mal gucken. Ich kann... Ich meine, das hier wäre eigentlich das Sinnvollste, ne? Ich habe nichts, was mir Magieschaden bringt. Jetzt tausche ich ab. Euch ewige Ruhe bringen. Und dann setzen wir. Ne, machen wir hier. Das gibt's doch nicht. So. Ganz in Ordnung. Auch wenn es für uns gar nicht so prickelnd gerade aussieht. Wenigstens Board mal sauber, er hat wirklich so viele Karten. Ahahaha. Hat sogar die 4 Schaden gemacht, dass er 4 Wichtel kriegt. Das hat er auch in Golden. Ein Dämon. Doch, da wackelt dann auch der Kopf. Ich frage mich, ob... Ja, ja, frag dich mal, wie viele Karten hat er denn noch? 8, wir haben noch 13. Ich bräuchte einen Flamestrike. Der würde mir, denke ich, jetzt sehr das Leben erleichtern. Lass mich in Ruhe. Flamestrike, komm raus.
Nein, ich bin nicht nett und sag, ich bin nicht nett und sag Grüße. Kann ich das Ziel? Warte. Wir machen erstmal das Board sauber und dann nächste Runde. Ich weiß, du hast noch viel Karten, aber wenn du irgendwas Gemeines bringst, töte ich es direkt. Okay, kann ich abtauschen? Kann ich nicht abtauschen? Er hat Gott sei Dank nur 2 gekriegt. Machen wir lieber das hier. Und gucken, was wir einfach nächste Runde von Runde zu Runde haben. Ich räche mich bei ihm und schieß ihm nochmal ein paar Rauchzeichen. Das war gute Karten. Was habe ich denn noch im Deck? Das ist recht ungut. Noch unguter. So, gucken wir mal. Wie kommen wir da noch raus? Ich befürchte gar nicht. Es wäre eigentlich schön, wenn er sich unter 10 irgendwie bringt. Und sich dann wieder heilt. Ich habe nur ein Flamestrike drin, also darum hilft der jetzt gerade nicht weiter. Habe ich irgendwas, was hilft? Das ist jetzt die Frage. Er hat noch 3 Karten, also er müsste mich in 3 Runden töten. Ja, damit kann ich leben. Das ist schlimm. Könnte ich nicht. Oh, sehr schön. Das war ganz praktisch. Ich bin für alles zu das weiß ich ja. Das ist jetzt aber nicht so toll für uns. Ich bin die Essenz der Magie. Maligos. Gut gespielt. Das war's für heute. Sehr, sehr schade. Und das auf so einem Level, aber das Deck von ihm war solide. Meins eher ein bisschen sogar. Da müsste ich nochmal dran basteln, weil halt die aktuellen Karten nicht drin sind. Tja, Leute. Gehen wir mit einer Niederlage. Finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich hat's gut angefangen, aber ist nun mal so. So ist es bei Hearthstone und dann sage ich, ja, seid gespannt auf die nächste Folge. Wer will, kann mich gern adden, Mr. Angezockt 2435, sowohl Hearthstone, StarCraft oder Heroes of the Storm. Diablo auch mal gerne. Und ja, das war's. Macht's gut. Bis dahin.